Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Oh no. Das ist unsere Mama. Sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice de Roon. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Okay. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt. Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera. Oh und ein Gott. Paar Tränke. Und dann gehen wir. Das wird jetzt aber aufregend. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Ich bin mit ihm alleine? Wo ist denn... Wir sind da. Der Schmied? Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Was? Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Ja, ist ja auch... Also finde ich ja gar nicht so verkehrt. Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich mit ihm reden? Vielleicht eine Art Paarungsritual. Einige Tiere haben merkwürdige Rituale. Es gibt einen Unterschied zwischen merkwürdig und schauerlich, Lukas. Aber wieso denn nicht? Immerhin sind es Tiere. Also ich habe da so meine Zweifel. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Paarungsritual? Also, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein... Du Scheiße, die machen ja hier alles. Okay. Sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Ja, dann müssen wir, glaube ich, außen... Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Ja, aber... Also... Das sind schon viele. Das ist gar nicht mal so wenig. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden sie spüren. Okay, dann... auf geht's. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Okay, vielleicht war das doch nicht so gut. Achso, bei dem Baumstamm können wir nicht rüber. Nein, nein, nein. Wir müssen jetzt hier wieder zurück und uns jetzt hier fallen lassen. Also, okay. So, noch mehr Ratten. Na, wunderbar. Ja, Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Okay. Denn, okay, also, wir gehen jetzt hier, machen erstmal ein bisschen Feuer. Damit wir hier ein paar Sachen, okay, wir können hier nichts einsammeln.
Hier komme ich nicht rein. Aber ich würde gerne da rein, da, weil da. Eine Tür! Ja, das weiß ich auch. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Weiß ich nicht. Dieses Team funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Ach so. Vielleicht soll ich das die Kette hier vielleicht kaputt machen. Danke. So, dann komm mal her. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Wie, wir sind nicht allein? Was? Wer ist denn noch da? Er lebt noch. Er lebt noch. Irgendjemand? Hallo? Piraten? Ja? Hey, du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Tschüss. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Hey, bist du noch da? Hey, antworte. Da ist noch einer. Er ist nicht mehr da. Er ist weg. Oder? Wir können doch bestimmt hier hinten rüberschießen. Das Problem ist, ich komme hier aber nicht weiter. Wobei, warte, ich bin ja auch dämlich. Ich kann ja hier sagen, geht mal dahin. Dankeschön! So. Dreckskerle! Was? Was? Habt was? Ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Hast du mir noch was zu sagen? Also irgendwas Nettes? Nein? Okay. Er war doch keine Gefahr. So ist es sicherer. Nam Benny Nam Chat. Fieser Wicht. Und Jo fragt, wie läuft's? Er läuft ganz gut. Also, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Labor oder Medizin bei uns zu Hause. Oh, was ist das da? Hey, warte. Falsch. Warte mal, kann ich hier rüber klettern? Ja, ich kann hier rüber klettern. Wie komme ich jetzt da rein? Warte mal, wir machen das mal anders. Wir klettern hier nochmal kurz rüber. Gehen hier in das Licht. Komm mal rüber hier. Machen ganz kurz das Feuer da. Warte mal, kann ich davon noch herstellen? Ja, davon kann ich noch ein paar herstellen. So, machen kurz das Feuer hier aus. Machen kurz das Feuer hier aus. Locken alle nach da. Geh doch mal weg. Lukas, geh doch mal. Was? Gehst du jetzt? Wir machen jetzt hier das Feuer wieder an. Genau so macht man das. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen wieder herstellen hier. Wie war das? Ja, so, ne? So. Können wir ja ein paar Sachen wieder mitnehmen. Sehr gut. So, das gleiche mache ich jetzt mit. Ich
Ja, wir gehen erstmal. Also wir gehen erstmal looten. Das heißt, wir jagen erstmal alle hier hin. Dankeschön. So, vielleicht finden wir hier in den Kisten was Schönes. Later. Mal gut. Was übersehen? Nee. Ach, hier. Da ist noch was. Hier haben wir noch eine kleine Werkbank. Das ist auch nicht so verkehrt. Wir können mal kurz gucken. Können wir noch irgendwas wieder verbessern? Oh ja, wir können wieder was verbessern. Ignifer herstellen. Der Mixtur knistert stark beim Brennen. Eigentlich will ich... Also, brauche ich den? Ich finde das schon wieder viel besser. Dank des sickeren Behältnisses kann ich ja Luminosa jetzt abfeuern, ohne dass es zerbrechen kann. Was? Warum sollte ich das machen, ist die Frage. Vielleicht hebe ich mir das auch einfach noch auf. Vielleicht ist es noch too early. Hätte ich die Jojo-Taktik nur schon früher gehabt? Ja, Jojo. Die ist Gold wert. So, pass auf, jetzt jagen wir nämlich alle nach da drüben. Geht mal alle hier hin. Damit ich nämlich hier zur Tür komme. Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Mach doch die Tür zu. Gott, ist das okay, sie geht automatisch real? Zu. Mein Zuhause. Was ist denn hier passiert? Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Oh Gott, das ist ihr Vater. Das ist gar nicht gut. Oh no. Ist er dein Vater? LOL! Nein, nein! Was tun Sie da? Was passiert hier? Oh nein, was Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht. Treib sie zurück! Das Ignifer! Schon gut, schon gut! Was ist denn das da. Warte noch mehr! Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle! Schieß weiter! Auf wen denn? Auf was denn? Wohin denn? Oder? Wir müssen in Deckung gehen! Und wo sollen wir hin? Sie sind überall! Willst du lieber hier bleiben? Das heißt hier nicht lange durch! Nein! Lass doch! Geh kurz hier! Zack! Tschüss! Lukas, kannst du hier... Kannst du mitkommen? Also, ist das eine Option, dass du mit deiner Fackel... Ist es vorbei? Ich denke schon. Mit. Du hast gib mir die Fackel. Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Ja, gib mir die Fackel. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Okay, also wir müssen nach da oben. Scheiße. Okay. Aber die Fackel hält hier unendlich, ne? Also ist jetzt hier nicht so eine... Alter. Alter. Ey, ich will die hier nicht ablegen. Diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit... Okay. Also die Ritter, die wurden gefressen und unsere Bediensteten nicht, weil wir gegebenenfalls ein Rezept hatten gegen die Viecher? Ich fände die Melodie auch jetzt im Hintergrund ganz nice. Und was ist das hier für ein Gebilde? Also was haben die hier gebaut? Sie auch? Ja, sie gehen ihnen aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Also irgendwas müssen wir gemacht haben oder muss unsere Mutter gemacht haben, damit unsere Bediensteten... Wir sind da. Es ist dort oben. ...geschützt werden.
Als ob wir jetzt die Fackel hier lassen. Komm, ich hebe dich hoch. Nun denn. Ja, wir lassen die Fackel hier. Ich finde das gar nicht so gut. Ich würde sie gerne mitnehmen. Boah, pass auf. Genau deswegen. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Also ich habe immer noch die Theorie, dass Hugo die Ratten steuern... Hugo müssen da drin sein. Steuern könnte, konnte. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Okay, ich versuche noch ein paar Sachen herzustellen. Warte mal, was habe ich denn hier noch? So einen Schlaftrunk, den habe ich vergessen noch gar nicht hergestellt. Nehmen wir nochmal hier so ein bisschen was. Damit ich wieder ein bisschen Loot mitnehmen kann. Ayo hat ja auch nicht umsonst geschrieben, stell mal lieber noch ein paar Waffen her. Man weiß ja nie. Hat sie nicht Unrecht? Hat sie nicht Unrecht? Also, das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Gehen wir. Ich weiß nicht, ob wir da rein wollen. Warum ist es unversehrt? Da sind noch mehr Gefäße. Ist komplett unberührt. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Jetzt sag dir nicht, dass wir hier umsonst hergekommen sind. Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch. Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, Nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht die hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Jetzt müssen wir in den Garten. Ach, guck mal, die Ratten sind uns gefolgt. Ist ja toll. Oh ja. Nein, nicht da entlang. Klar. Ach du Scheiße. Jetzt sag bloß, dass sie hier alle raus sind. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Lauf mir doch in meine Feuerrichtung, du. Los! Ja, ich komme. Geiler Typ, du. Ja, ich bin doch schon dabei. Beruhig dich. Dass er mir aber auch direkt in meine Schussbahn läuft. Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich stehe Lukas, vor uns, ey. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Da kann ich dich mitnehmen. Warte mal, wie viel muss ich noch herstellen? Ich stelle mal lieber nochmal was her. Who knows? Kann ich aber noch nicht mitnehmen. Okay, cool. Oh, was hier? Herr im Himmel, es ist schlimmer als ich dachte. Alles abgestorben. Scheiße. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Selbstverständlich, ganz da hinten. Ich weiß. Wir schaffen das. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Ja, deswegen nehmen wir sie mit. Gut. Na dann probieren wir unser Glück. Die Feuer ist ausgewählt. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Komm schon, los! Ja, komm doch mit! Mann, Alter. Junge, du musst ja jetzt hier nicht... Okay. Komm schon, komm schon!
schon! Schieß nicht daneben! Danke für die Hilfe! Schieß nicht daneben! Ich gebe mein Bestes! Wenn du mir nicht andauernd in die Latte... Also, Typ! Keine Ursache. Der stellt sich aber auch wieder an, der Junge. Wie sieht der an? Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon jetzt gut. Schon. Laber nicht, schieb! Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm, ich hab 14 vorwärts. Schuss. Die Würfel sind gefallen. Ja, die Würfel sind gefallen. Jetzt schieb, laber nicht, sondern mach. Immer so verdammt. Am Rumdiskutieren. Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Ja, ich bin noch dabei. Ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Schon verstanden. Sie formiert sich neu. Ich mache das. Ja. Gar kein Problem. Gar kein. Alles gut. Alles gut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir. Mach du. Drück einfach. Ich will hier nicht sterben. Ja, das. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Richtig. Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben so umkauen. Bestimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Ja, 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 war schön. Schieben, schieben, schieben. Sie kommt zurück, schnell. Was? Ihr haltet uns nicht auf. Gott, da ist noch einer. Meine Beine tun weh. Wir sind nah dran, weiter so. Ich tue, was ich kann. Ja, der ist genauso sportlich wie ich. So gar nicht. Das Licht da drüben. Die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Wir haben es fast geschafft. Zieh durch. Ich denke, dass... Ja, ja, ja. Das... Was, Lukas? All diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen Spur. Ja, aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Oh, das war knapp gerade. Ich war gerade ein bisschen lange aus dem Licht. Aber okay. Guck mal, wir haben es doch geschafft. Guck mal hier. Super, Luca. Geschafft, Luca. Wir haben es geschafft. Wo bist du denn? Ach da. Ich. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube... Das Problem ist, wir müssen aber auch irgendwann auch wieder zurück. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Ach du Scheiße. Okay, kann ich nicht mitnehmen? Was ist denn hier los? Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Das ist der arme Lambert. Lambert? Er muss ihn abgefangen haben. Sie lebt noch, aber... Aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Und die lebt noch, ja, ja. Die Geschwister kamen ja wieder, die Hauptbandito-Geschwister. Und haben erzählt, dass die Mutti beim Inquisator, weiß nicht, wie das Ding heißt, gefangen hält. Es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Hilf mir beim Schieben! Ja, gut. Wo
Wohin wollen wir denn schieben? Ist jetzt die Frage. Geh doch zurück! Komm doch hierher! Warum geht er denn auch nicht einfach weg? Also, Mann. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Okay, warte. Lukas, sieh mal, sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Die Ratten hält anscheinend, also die Kiste hält die Ratten ab. Hier reinzukommen. Wir müssen aber anscheinend da hinten hin. Jetzt ist sie Question. Ratten, Amicia! Wenn du mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Was meint ihr denn damit? Also ich habe eine Theorie. Ich könnte das Licht ausmachen. Dann die da hinten irgendwie ansammeln. Und dann? Probieren wir es mal. Also wir machen erstmal das Licht aus. Dann holen wir die Jungs und Mädels mal in die Ecke. Jetzt können wir hier schieben. Was los? Hier durchrennen? Komm, Lukas, komm, schnell. Das ist das Sudatorium. Das hat sogar geklappt. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal! Diese Skulpturen! Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Ja, wir müssen wie? Doch irgendwie an sie rankommen. Ja, aber wie? Ich hier oben was? Nee. Okay. Ah. Look at these. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Das ist gar kein Problem. Gehen wir. Let's do it. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung. Ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja. Das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Ja, scheiße. Wo geht's denn jetzt weiter? Also wir probieren's mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier richtig laufe. Ich glaube vielleicht nicht. So schnell ich kann. Okay, doch, anscheinend doch. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Als ob ich jetzt. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nicht okay, ein Gott, wir haben den... wir haben den Weg wieder rausgefunden. Ah. Ich hätte gedacht, wir finden den Weg nicht mehr raus. Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas.
Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Als ob wir jetzt hier einen Geheimgang gefunden haben.